so, Vorsicht auf den Kopf. So, der David. Sehr schön. Langsam. Sehr gut. Bravo. Ganz toll gemacht. Ganz gut am besten. Alles gut? Hat sich gefallen? Cool. Vorsicht, den Ball. Vorsicht, den Kopf. Das ist cool gewesen. Schon geil. Das ist cool gewesen. Obacht, ja, Vorsicht auf den Kopf. Ich wollte es gerade sagen. Wo darf ich? Will ich springen? Na, ja? Na, langsam. Laufen. Jetzt kannst du springen. Jawohl. Perfekt. Simon, willst du den Faller? So! So, ihr müsst jetzt da Obacht geben, bitte. Hallo! Hallo! Ja, wie startet ihr da, oder? Und dann bitte alle da oben zum Zug. Da zum Zug. Ah, gut. Ja, bitte da hinten, nicht bei der Tankstelle, wenn es geht. Da hinten wir. Wirst du. Sie lacht noch dabei. Ja, ja, ja. Oh, bravo! Ja, cool! Ein ganz besonderer Tag für 24 Menschen von der Werkstätte Bludenz, Organisatorin Nathalie Buda. Das sind sehr, sehr schöne Bilder. Ja, also wir stehen da am Hohenemser Flugplatz und ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Andreas Seeburger und am Rundflugteam in Hohenems, dass das alles super toll funktioniert hat und wir haben noch mit dem Wetter richtig viel Glück gehabt heute. Und das alles möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei den ganzen Sponsoren, die da auch die Veranstaltung Nobody's Perfect einfach auch mit dem Erlös haben wir jetzt Flüge gehen dürfen und die Beeinträchtigten waren einfach hellauf begeistert und es war ein super Tag. Und ja, es war einfach herrlich und ich hoffe, dass wir für den 12.09.2020 nächstes Jahr wieder so viele Sponsoren kriegen und es wird auch wieder Nobody's Perfect Vollbook 2 geben. Und ich hoffe, eure Firma ist dabei am Sponsoren und dann trifft man sich wieder der Huna am Rundflugteam in Hohenems. Dankeschön. Danke.